Ja, so hallo Freunde. Heute mal etwas Anti-Aquaristisches. Obwohl im entferntesten Sinne ist es Futter, hat es doch was mit der Aquaristik zu tun. Ich bin durch einen befreundeten weiteren Aquarianer auf die Panda-Asseln gestoßen. Ähnlich aus wie Kellerasseln, nur eben schwarz-weiß, selbe Familie. Und ja, habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und fange jetzt gerade an, in so einer kleinen Box hier die nachzuziehen bzw. zu vermehren. Hat mir jetzt ein paar gekauft. Der Thomas aus Frankfurt hat mir freundlicherweise auch ein paar überlassen und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ja, und ich habe mir dann nochmal welche nachbestellt und hier sind jetzt, ja gut, 120 Stück habe ich mir nachgeholt. Ich glaube, es waren sogar noch mehr da drin. Auf jeden Fall, es sah ziemlich voll aus. Ja, gefüttert wird mit Altholz, also morsches Holz, Weißfaulholz nennt man das, glaube ich. Ich habe hier ein bisschen Flockenfutter reingetan. Das hatte ich gestern schon getan, nachdem ich die eingesetzt hatte. Und da haben die das ruckzuck weggefressen. Ein bisschen Blätter fehlen hier noch. Hier sind noch irgendwelche Apfelstücke oder Futterstücke mit drin, die vom Versand herrühren. Ein paar Erbsen habe ich mit reingetan, aber die scheinen irgendwie nicht so der Hit zu sein, vielleicht auch zu hart. Vielleicht muss ich die mal kochen und dann gekochte Erbsen reintun. Ist ja sehr protein- und eiweißhaltig, deswegen. Ja, dann kommt heute noch Futterkalk oder Sepiaschale habe ich bestellt. Und da wollen wir mal sehen, ob wir das hier in der Gänge halten. Ja, ich würde hier mal so die Eierschale hochnehmen hier. Ja, da sitzen sie alle drunter hier, ne? Viele ekeln sich wahrscheinlich jetzt davor zu sagen, was will man denn damit? Aber ich kann euch sagen, das ist ein proteinreicher Snack. Und meine Regenbogenfische, die werde ich da gleich mal mit füttern, gehen da ab wie Schmitz' Katze. Also da wird nicht lang gefackelt. Also sowieso nicht bei allem, was ins Wasser fällt. Und der Vorteil an diesen Asseln ist ganz einfach, dass sie auch unter Wasser noch relativ lange überleben. Es sind ja Krebstiere, also gehören zu einer Familie der Krebse und nicht zu einer Familie der Insekten, wie vielleicht einige meinen. Es sind tatsächlich Krebstiere und die bräuchten auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit bzw. Grundfeuchtigkeit in der Box hier bzw. im Terrarium. Dort werden die oftmals mit Schnecken und anderen Terrarientieren zusammengehalten als Bodenpolizei, weil sie halt eben auch die Überreste, Futterreste, Kot und sowas verwerten, fressen. Es ist sozusagen die Bodenpolizei. Ja, warum ich mir die jetzt angeschafft habe, gesagt, ich bin da durch den Thomas drauf gestoßen. Ich fand die ganz interessant und ganz witzig. Warum auch immer. Ich finde die einfach klasse. Und vor allen Dingen als Futteralternative. Wie gesagt, die unterleben auch unter Wasser eine ganze Zeit lang. Ja. Und das macht natürlich ja eine ganze Menge aus, als wenn ich da jetzt irgendwie einen Regenwurm reinschmeiße. Gut, der lebt auch. Der kommt auch nicht am Boden an. Bei meinen Regenbogenfischen kommt selten etwas am Boden an, außer Futtertabletten, weil sie nämlich auf einmal schlucken können. Aber wie gesagt, wenn doch, überlegen eine ganze Zeit lang auf dem Boden, unter Wasser. Und das ist der große Vorteil daran, dass die, selbst wenn mal einer tatsächlich es schaffen sollte, der nicht sofort stirbt und rumgammelt, sondern dann durch die Aktivitäten Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann eben vertilgt wird. Oder von den Krebsen, die drin sind, oder die Welse, die glaube ich allerdings weniger werden, wohl kaum eine lebende Assel packen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Sind ja keine Raubwelse, die da drin sind. Ja, soweit erstmal dazu. Und ja, ich werde hier nochmal ein bisschen das Ganze modifizieren und noch ein paar Blätter reinschmeißen. Blätter sind ganz wichtig, Laub. Und da muss ich noch ein paar Löcher einbringen, damit mir das nicht schimmelt. Weil Schimmel ist nicht so gut hier und so günstig hier drin. Übrigens auch im Haus ist das überhaupt kein Problem, das zu halten, weil wenn Sie ja mal annehmen, Sie würden aus der Box ausbrechen, was relativ unwahrscheinlich ist, würden sie an der normalen Luftfeuchtigkeit bzw. in der Wohnung einfach sterben, weil ja, es einfach zu trocken ist. Sie finden dort die Luftfeuchtigkeit ist zu gering und also würden sich da nicht vermehren oder zur Plage werden oder sonst irgendetwas. Das ist hier völlig ausgeschlossen. Ja, und somit eigentlich, wie gesagt, top ideal. Vermehren sich relativ langsam, aber jetzt habe ich ja einen guten Ansatz hier. Und werde da gleich mal starten, mal gucken.
was da meine Regenbogenfische von halten, beziehungsweise die Jagd geht los. Ja, das war's noch schon wieder. Das Neueste erstmal für heute. Bleibt gesund, vor allen Dingen bleibt Aquarianer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.